Heute gibt es nur ein kurzes Video vom Frontside, denn ich bin mega im Stress, weil ich morgen auch zur Gamescom düse und ein richtiges Video schaffe ich zeitlich einfach nicht. Deswegen gibt es heute zum allerersten Mal die Frontside Short. Intro. Am Mittwoch gab es ja wahnsinnig viel Stuff von den Gamescom-Konferenzen. Ich war leider nicht vor Ort, weil ich keine Karte hatte, aber bringe euch trotzdem einen kleinen Bericht. Microsoft zeigte auf ihrer Konferenz das neue Chatpad für den Xbox One Controller, den man schon von der Xbox 360 kennt. Der Preis soll aufgerundet $35 betragen, was sie bestimmt auch in Euro umrechnen werden. Und ich gebe dem Controller vom Style her eine 2 von 10. We Happy Few ist ein neues Spiel für das Xbox One Programm ID at Xbox. Das Spiel wurde via Kickstarter finanziert und Microsoft hat es geschafft, dass das Spiel zuerst auf die Xbox One kommt und danach irgendwann auf die PS4. Wer das Spiel nicht kennt, ich verlinke euch unten einen Gameplay-Trailer, wo man sehen kann, wie abgespaced das Spiel noch ist. Wer Halo Wars richtig abgefeiert hat, wird sich jetzt richtig freuen, denn 2016 kommt der zweite Teil auf die One und den PC. Ob das Spiel eine Fortsetzung wird oder eine neue Geschichte erzählt, kein Plan, die wollten nicht so viel erzählen zum Spiel. Bei Need for Speed haben die Entwickler eine neue Technik benutzt, die es möglich macht, dass dein Auto, das du in dem Spiel zusammenbastest, als Live-Action-Karte für Zwischenseen existiert. Hier habt ihr ein paar Vergleichsbilder zwischen In-Game und den Real-Life-Karten. Holla die Waldfee, ich glaube, das könnte tatsächlich mal wieder ein gutes Spiel werden. Phil Rogers, der Geschäftsführer von Square Enix America, hat sich ein wenig verplappert, denn er sagte, dass Tomb Raider eine Trilogie werden wird. Heißt, nach Rise of a Tomb Raider kommt noch ein Teil raus. Ich würde am liebsten jetzt sofort auf dem Bildschirm spritzen. Hoppla, machen wir mal weiter. Mein kleiner Hoffnungsträger Rainbow Six Siege zeigte auf der Gamescom den Spectator Mode. Da kann man den Leuten zusehen, wie sie spielen und agieren. Allerdings sagten sie, dass es in Echtzeit übertragen wird. Hoffen wir es mal nicht, denn sonst könnten andere Leute verraten, was das Gegnerteam gerade vorhat. Auch ein Gameplay von Dark Souls 3 wurde gezeigt. Für mich sieht es wie eine gute Mischung zwischen Dark Souls und Bloodborne aus. Und wenn ihr Tipps habt, wie man Ornstein und Smoke in Dark Souls 1 niederstellt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, denn ich verzweifle gerade daran. Black Ops 3 will der Reihe wieder mehr Glanz geben in Sachen E-Sports und hat gestern gezeigt, was sie vorhaben. Es gibt nun ein Ban and Protect System, das bedeutet, du kannst dir ein Objekt aussuchen, was du in der Runde nicht sehen willst oder unbedingt behalten willst. Daraus können coole Strategien entstehen und es gibt nun ein Specialist Draft. Das bedeutet, du suchst dir einen Charakter aus, der eine besondere Kraft hat, wie zum Beispiel einen speziellen Bogen, den du im Spiel begrenzt benutzen kannst. Erinnert stark an MOBA-Games wie League of Legends oder Dota 2. Das war's auch schon mit dem kurzen Video. Ich entschuldige mich schon mal, wenn ich irgendetwas vergessen habe. Aber dafür könnt ihr auf xboxfront.de gucken, denn die haben alles wunderbar zusammengefasst. Nächste Woche würde es, denke ich mal, auch kein Video von mir geben, da ich A. Geburtstag habe, wo ich eigentlich meine Videos aufnehme und B. gerade mein kleines Studio umbaue. Sprich, Greenscreen kommt weg, beziehungsweise es wird alles neu gemacht und das wird sich ein wenig ziehen. Deswegen seid mir bitte nicht böse. Dafür komme ich in 2 Wochen wieder in alter Frische um mit ein paar lustigen News zurück. Ich wünsche euch trotzdem alle eine schöne Woche auf der Gamescom. Ich packe es jetzt auch gleich hin. Und bis in circa 2 Wochen. Tschüssi!